Herr Oberlandesgerichtsrat für ein Herr. Ein sehr netter, älterer, liebenswürdiger Herr. Wieder der kleine Vogel, populär ausgedrückt. Kleiner Neuer ist er schon. Aber nein. Populär gesagt hat ein Klopfer. Sanften Klopfer, völlig ungefährlich. Der alte Rick. Jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Geld? Eine zeitgemäße Frage, die die halbe Welt bewegt. Die andere Hälfte weiß nicht, wo sie das Geld hernehmen soll. Grenze ist Grenze und Recht ist Recht. Und was Recht ist, das muss Recht bleiben. Und da gehe ich bis zum Äußersten in meinem Rechtsgefühl. Ja, Sie sind eben ein Michael Kohler, sind Sie. Ich weiß es. Na, und wie schaue ich jetzt aus? In meinem Anzug. Großartig, natürlich. Aber Generaldirektor hin, Kommerzialrat her, mich links hinein, die Stadt links hinein. Dann soll ich noch zuschauen, wie mein Sohn und mein Enkel bei Ihnen wohnt, anstatt bei mir. Und Ihnen noch was zahlt. Also, Quapil, Sie sind wohl der frechste Gauner, der mir je untergekommen ist. Er hat nichts gewusst. Du brauchst dich nicht für mich einsetzen, Daniel. Vor dem Herrn Hummel habe ich mich nicht zu verantworten und vor dem Gemeinderat werde ich schon sagen, was zu sagen ist. Der liebe Gott erhalte dich, deinen Kinderglauben. Prost, armer Otto. Naja, das Ganze war natürlich nur ein Scherz, das wissen Sie ja. Ich bin ja froh, dass ich Sie hab. Aber wenn Sie mich noch einmal ärgern, dann steigt die Partie. Gute Nacht.